Ist noch jemand, der noch einen Kommentar loswerden möchte vorher? Sonst rechne ich das jetzt gerade vor. Ja. Bitte? Meinetwegen jetzt. Ja, hatte ich ja schon gesagt, die ist eher am leichteren Ende. Das ist so die, ja, einfach deswegen, weil der Umfang müsste einigermaßen passen. Insofern hatten sie vielleicht ein bisschen mehr Zeitdruck mit 90 Minuten, anstatt die andere Klausur hat ja 120. Dafür ist aber zum Beispiel die Aufgabe mit den, die letzte Aufgabe deutlich leichter eigentlich, als die in der richtigen Klausur sein wird, weil wir hier Geraden hatten, aber eben auch nur Geraden, also mit linearen Elementen, und später werden da LEDs oder sowas sein, was ein bisschen aufwendiger ist. Also vom Prinzip her nicht anders, aber halt etwas aufwendiger. Sie haben natürlich eine größere Auswahl, also das Knotenpotentialverfahren wird noch dazukommen und die ganze Geschichte mit Spulen und Kondensatoren natürlich auch noch. Also der Umfang dessen, was nicht was gefragt wird, sondern was gefragt werden könnte, der ist in der richtigen Klausur noch größer. Ja, ja, mache ich. Habe ich hier jetzt nicht gemacht, ne? Ne, hier habe ich es nicht gemacht. Normalerweise steht bei jeder Teilaufgabe dabei ein Punkt, zwei, drei oder so, ne? Ja. Okay, so. Dann fangen wir an. Weiß ich nicht, ob ich es am Wochenende noch schaffe oder so. Sonst nächste Woche Freitag oder so wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Bei dem anderen bin ich ein bisschen im Verzug. Okay, so, temperaturabhängige Widerstände. Eine Freileitung aus Kupfer, Sie haben es alle vorliegen, wird im Sommer und im Winter benutzt. Das ist eigentlich eine ziemlich alberne Aufgabe. Die Materialparameter sind Kappa gleich 57 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter für die Leitfähigkeit von Kupfer bei 20 Grad Celsius. Der Temperaturkoeffizient des Widerstandes beträgt und so weiter. So, berechnen Sie die Gesamtwiderstände für Hin- und Rückleitung im Winter, im Sommer und bei der Bezugstemperatur von 20 Grad. Na gut, was brauchen wir? Das ist so eine Aufgabe zum Punkte mitnehmen. Also wir haben R ist gleich 1 durch Kappa, Kappa mal L durch A. Das ist das R0 ja normalerweise gewesen. Und wir kombinieren es jetzt einfach noch mit der Temperaturabhängigkeit 1 plus Alpha mal Delta T. So, was haben wir? Wir müssen hier die Zahlen einsetzen. Das heißt, wir haben hier jetzt 4,467 Ohm mal 1 plus 0,004, 1 durch, ich mache es in Grad Celsius, mal Delta T. Und dann war entscheidend noch, dass die Fläche hier, da könnte ein Fehler passiert sein, natürlich war, was haben wir, ein kreisförmiger Querschnitt mit einem Durchmesser von 10 mm. Das ist der Durchmesser, das ist also Pi mal D halbe zum Quadrat und das sind gewesen 78,54 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter. So, und dann haben wir im Winter minus 20 Grad Celsius normal und im Sommer plus 40 Grad Celsius plus 20 Grad Celsius war R gleich 3,752 Ohm, R gleich 4,467 Ohm, das hatten wir schon, und R gleich 4,825 Ohm. Insgesamt gab es für jeden richtigen Wert einen Punkt. Wenn Sie nur den Ansatz haben und alle Werte falsch oder so, dann vergeben Sie sich für den richtigen Ansatz vielleicht einen Punkt. Und mehr nicht. So, B. Wir haben jetzt hier einen Spannungsabfall von einen Strom von I mit der Stärke I gleich 40 Ampere. Und wir wollen die Spannungsabfälle haben. Minus 20 Grad, plus 20 Grad, plus 40 Grad Celsius. Das berechnet man natürlich mit Delta U gleich R mal I. Und müssen eigentlich nur das da mal 40
nehmen und kommen hier auf Delta U gleich 150 Volt, Delta U gleich 179 Volt und Delta U gleich 193 Volt. Auch hier ab S jeweils ein Punkt. Welche Verlustleistungen ergeben sich daher in all den Fällen? C wäre natürlich P gleich Delta U mal I. Und dann haben wir eben die Werte 6 Kilowatt, ich schreibe es nicht mehr so, 7,15 Kilowatt, 7,72 Kilowatt, jeweils wieder ein Punkt, oder? Ja. Ein Punkt und das bei minus 20 Grad, bei plus 20 Grad und bei plus 40 Grad Celsius. Wie viel Energie geht an einem kompletten 24-Stunden-Tag im Sommer mehr verloren als im Winter? Die Temperatur sei tagsüber wie nachts konstant, was ja nun wirklich nicht ganz stimmt. Ne? So, na, was haben wir? Wir brauchen hier die Differenz, da bei D. Das heißt also die Leistungsdifferenz. Leistungsdifferenz Sommer Winter kann man ablesen, sind Delta P gleich 1,72 Kilowatt und das Ganze macht natürlich eine Energie von W gleich 1,72 Kilowatt mal 24 Stunden sind 41,3 Kilowattstunden oder 149 Megajoule. Ein Punkt. Gut. Also das ist so eine typische Aufgabe 1, die einigermaßen straightforward ist und man einfach dann einsetzen muss. Bitte. Sie haben da 11 Punkte hingeschrieben, das sind jetzt aber noch 10. Dann habe ich mich um einen vertan. Dann geben Sie den einen für Ihren Namen, das machen die Informatiker auch. Kann man bei der D, Sie haben jetzt das Endergebnis in Megajoule oder Kilowattstunden angegeben. Oder die DG2 kann ja auch, wie viel Prozent mehr verbraucht wird, geht es auch? Das war ja nicht gefragt. Wie viel Energie geht mehr verloren? Ja. Nö. Also das ist irgendwie nicht bezogen auf oder sonst was. Also das haben sie als Zwischenergebnis irgendwo stehen, oder nicht? Also weiß ich nicht. Hätte ich sicherlich jetzt einen halben Punkt gegeben oder so, aber gewollt hätte ich schon die ganze Energie. Okay, so, ich male das Bild nicht hin. Für die gezeigte Schaltung, also Ersatzspannungsquelle Nummer 2, ne? Für die gezeigte Schaltung sind der Strom durch den Knoten A sowie die Spannung zwischen A und B, UAB zu bestimmen. Okay. Bestimmen Sie die äquivalente Ersatzschaltungsquelle links von AB und rechts von AB, geben Sie jeweils auch den Kurzschlussstrom an. Okay, so, dann brauchen wir erstmal 2A. Na, was haben wir? Eigentlich haben wir zwei parallel geschaltete Spannungsquellen. Ich zeichne es doch mal eben hin. So, und da kommt noch ein R3 daran. Gut, und da schreibe ich nochmal hin, dass das ist. Das ist nämlich IQ2 mal R2 und das hier ist U1. Und entweder man leitet es her oder man kann es aus der Formelsammlung nehmen, wenn man hier den Leerlauf, die Leerlaufspannung haben möchte, ULLL, also für U Leerlauf links. Dann sind das immer im Nenner die beiden Quellen quer multipliziert mit den eben da nicht zugehörigen Widerständen, also IQ2 mal R2 mal R1 plus U1 mal R2 durch die Summe R1 plus R2. So, und der Innenwiderstand hier RI oder RL habe ich ihn genannt. RL ist gleich der Parallelschaltung in Serie mit der Reihenschaltung, also R3 plus R1 R2 durch R1 plus R2. Wenn Sie mögen, können Sie es noch ausmultiplizieren. R1 R2 plus R1
R3 na, plus R2 R3 durch R1 plus R2. Und es war noch der Kurzschlussstrom gefragt. Das ist der einzige Grund, warum ich es ausmultipliziert habe. Das ist der Leerlauf durch Innenwiderstand. Also IQ2 R1 R2 plus U1 R1 durch der ganze Quatsch hier. R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3. So, das war die linke Seite. Die rechte Seite ist, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen. Da hatten wir R4, halt R5, R6 parallel. Ich habe es jetzt andersrum gezeichnet. R4, R5, R6. Und da gab es nur eine Quelle. UQ2. Und dann ist U Leerlauf rechts gleich UQ2. Innenwiderstand UQ R rechts ist der in Serie mit der Parallelschaltung, also R4 plus R5 R6 durch R5 plus R6 gleich R4 R5 plus R4 R6 plus R5 R6 durch R5 plus R6 und dann ist IKS rechts das eine durch das andere wieder. Also eigentlich Schreibarbeit UQ2 mal R5 plus R6 durch R4 R5 plus R4 R6 plus R5 R6. So, wie viele Punkte habe ich gegeben? Insgesamt 6, also 1, 1, 1, 1, 1 und da auch noch ein. Also da gibt es für einen Ansatz gibt's irgendwelche Punkte. Sie hätten natürlich auch hinschreiben, also besser hinschreiben sollen, was Sie denn genau tun, zum Beispiel beim Kurzschlussstrom. Also Kurzschlussstrom ist gleich Leerlaufspannung durch RI, was ich nicht hingeschrieben habe. Wäre vorteilhaft gewesen, das hinzuschreiben. Ja, ich habe da mittendrin einen ziemlich Achtung Rechenfehler reingemacht. Kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Muss ich irgendwie sehen, dass da noch was passiert ist. Punkt. Weiß ich nicht. Wieso, wo ist denn hier im Doppelbruch gewesen? Ja, bei mir ist da. Also Doppelbruch ist kein Endergebnis, dann haben sie wahrscheinlich diesen Punkt da nicht gekriegt, den da. Also das hätten sie so stehen lassen können für volle Punkte. Ne? Ja, ich gesehen. Ja, da, gut, dann hätten sie da nur einen halben Punkt gekriegt oder so für den, aber dann einen halben darauf dann schon noch, ja. Bei der linken Schaltung. Ja. Wo ist die, wieso ist sie nicht, wo ist es daran nicht fertig in der Gleichung? Der Kurzschlusspunkt ist ja einfach nur ULL, das ist R. Ja. Aber R hat ja, ist ja selber ein Bruch. Ja, nee, das da ist kein Bruch. Ja, das ist der Bruch. Ja, gut, aber das kürzt sich doch mit dem hier. Also die klappen den doch um und multiplizieren ihn da drauf, dann kürzt sich hier der Nenner mit dem, was dann Zähler ist, weg. Ja. Auf welche erste Zeile? Also ich habe eine fertige Formel verwendet. Wenn Sie zwei Spannungsquellen haben, die parallel sind, haben wir ausgerechnet, war eine Übungsaufgabe, dann ist die Leerlaufspannung von diesen zwei parallelen Spannungsquellen Quelle 1 mal Widerstand 2, Quelle 2 plus Quelle 2 mal der da, durch die Summe der Widerstände. Also das zugegeben war eine Abkürzung, da kann sein, dass Sie das nochmal mit einem Überlagerungsverfahren machen müssen oder dass Sie das zweimal umwandeln. Sie hätten ja auch hier diese Quelle in eine Stromquelle umwandeln müssen können. Dann hätten Sie zwei parallele Stromquellen gehabt und hätten die einfach addieren können. Also auch das wäre gegangen. Sie hätten eventuell einen Schritt mehr gebraucht. Okay, bestimmen Sie die Spannung A und B sowie den Strom in der Gesamtschaltung. Sie können das Ergebnis als Funktion der Zwischenergebnisse von A angeben. Das ist eine echte Erleichterung. Das heißt also, wir können hier hinschreiben, dass wir hier
Das war das B, RL, RR, ULLL und ULLR haben. Und hier ist A und hier ist B. So, wir brauchen UAB. Nun, das ist eigentlich wieder das Gleiche wie das da oben schon mal. Das heißt also, hier haben wir wieder zwei parallele Spannungsquellen und wollen den Leerlauf, hier hängt ja nichts, ne? Den Leerlauf davon wissen. Also ist UAB gleich ULLR mal RL plus ULLL mal RR durch RL plus RR. Wir brauchen noch den Strom. Hier, dafür nehmen wir die Masche. IA, IA mal RA plus RB ist gleich ULLL minus ULLR und es folgt IA gleich die Differenz durch die Summe der Widerstände. So, was man sich relativ leicht auch überlegen kann. So, hier gab es dann zwei Punkte, weil man da eventuell noch überlegen musste. Hier gab es auch nochmal zwei Punkte. Kann man jetzt ungerecht finden, dass es hierfür jetzt irgendwie mehr Punkte gab als da oben. Auf der anderen Seite ist das so eine Mischkalkulation. Hier gab es halt, dafür gab es auch schon einen Punkt, ne? Was dann nun nicht so, also das hätte man natürlich konsequenter sagen müssen, da gibt es nur einen Viertelpunkt für und da oben dann dafür aber zwei und so weiter. Bitte. Das ist jetzt RA und RB. Stimmt. Was sind RA und RB? Das sind ja RL und RR und RL und RR. So. So, stellen Sie UQ2 so ein, dass in dem Widerstand R3 keine Leistung verbraucht wird. Wie groß muss UQ2 dann sein? Dazu müssen wir mal in die Schaltung wieder gehen. Schauen Sie sich die an. Ich male sie nicht hin. Da oben wäre er ja. So, damit da nichts ist, heißt das letztlich, dass da kein Strom fließt. Das heißt also letztlich, dass keine Belastung der linken Seite respektive der rechten Seite vorliegt. Das heißt also, das UQ2 muss so sein, dass beide Quellen die richtige, den gleichen, beide Quellen die gleiche Leerlaufspannung haben. Das heißt also, in Aufgabe C müsste rauskommen UQ2 gleich ULLL, also gleich, um es komplett hinzuschreiben, IQ2 R1 R2 plus U1 R2 durch R1 plus R2. So, habe ich dafür einen Punkt gegeben? In welchen Widerständen wir zusätzlich keine Leistung verbraten? Also dafür gab es schon mal einen Punkt. Und das heißt, wir haben keine Leistung in R3, R4, R5, R6. Und ich brauche nochmal das Schaltbild. Ja genau, das war's. In den anderen kann. Ne? Und dafür gab es auch nochmal einen Punkt. So, zeichnen Sie das Ersatzschaltbild der obigen Schaltung für den, was denn? Ich stelle UQ2 so ein, dass hier kein Strom fließt. Und damit das der Fall ist, müssen die Leerlaufspannungen gleich sein. Weil dann nämlich genau der Leerlauffall erreicht ist. Und dann nämlich keine Last vorliegt oder keine Belastung hier vorliegt. Das ist das alles. Deswegen muss man das nochmal hinschreiben. Ja? Weil die Spannungsquellen ja unterschiedlich sein können. Wenn Sie sich hier das Originalbild hier angucken, dann fließt zwar hier kein Strom, aber da kann ja.
Also außer die beiden sind jetzt auch gleich. Nicht? Wenn die beiden auch gleich sind, dann natürlich nicht. Aber das steht nirgendwo. Ja, ja, da stand es ja oben drüber, ne? Ja. Also, es ist ein bisschen schwammig gefragt. Von daher, da hätte ich wahrscheinlich für die Argumentation, es muss die gleiche Leerlaufspannung sein, auch noch auch den Punkt gegeben. Weil da so ein Hop oder Top draus zu machen und dann tatsächlich 100%, also was zwar nur ein Punkt ist, aber 100% abzuziehen, wäre ein bisschen viel gewesen. Ja. Ja. Mhm. Ist er denn, das mache ich manchmal auch, weil ich habe ja keine Lust, das alles nachzurechnen. Ist er denn, ich schreibe hin, hier Break, ab da, also rechnen Sie es halt nochmal und wenn Sie dem da oben drüber nicht vertrauen, dann machen Sie es halt nochmal. Keine Folgefehler. Was gibt's? Ja, ja, manchmal ist es das ganz allgemeine, Aufgabe A, B, das ganz allgemeine und Aufgabe C wird es dann spezieller. Also da kommen dann Zahlenwerte dazu oder so. Da könnte man zum Beispiel nochmal schnell eine Maschenstromanalyse drüber laufen lassen und hätte dann das Ergebnis mit Taschenrechner relativ flott. Da gibt es keinen Grund, mit den falschen Ergebnissen von vorher weiterzurechnen. Also wenn solche Situationen auftreten, dann mache ich das. Nee, also sonst scheiß mal nicht mit. Also dann, nee, das habe ich auch schon gehabt, dass das Leute versuchen. Also dann gibt's, da gibt's keine Punkte drauf. So, ich nehme mal an, er ist ein Ohm oder sonst irgendwas. Das machen wir nicht. Also es muss schon nachvollziehbar sein. Nicht, ich glaube das nicht, was da stand und deswegen nehme ich jetzt mal irgendwas an. Ne? So, zeichnen Sie ein Ersatzstück der obigen Schaltung und alles, was keinen Strom hat, soll weg. Dann haben wir natürlich nur A, B, C, D. Die Aufgabe wird jetzt auch ein bisschen zäh. Ja, ich habe es hier verkehrt rum gezeichnet, aber es macht ja nichts. Ne? U, Q, 1, R, 1, R, 2, I, Q, 2. So, das ist es. 1 für den Wegfall der richtigen Widerstände, gegebenenfalls Folgefehler zu oben, 1 für die Erkenntnis des Leerlaufs und für also insgesamt 3 Punkte. Geben Sie unter dieser Bedingung den Leistungsumsatz in R1 und R2 an, verwenden Sie dabei das Überlagerungsprinzip. E. So. Es sind nur die Leistungsumsätze in R1 und R2 zu berechnen oder zu sehen. Naja, machen wir mal hier, da schicken wir mal einen Strom los hier. I1, UQ2 hatten wir da schon. Also, erste Quelle UQ1 führt zu einem Strom I11. Der ist gleich dem Strom I21 und das ist UQ1 durch R1 plus R2. Dann haben wir die Quelle IQ2. Da haben wir einen Stromteiler vorliegen. Das heißt, wir hätten hier jetzt ein I12. Das muss ich mal anders schreiben hier. Das ist hier I. 1, ja, machen wir es so. Ist das gut so? Ja, genau, hier machen wir I1 und hier haben wir ein, so, wie habe ich es? Ich bin gerade mit den Pfeilen zugange. Ich muss nämlich nur auf irgendwas einigen. Also I1 und hier machen wir mal I2 draus. So, dann sind die beiden aber negativ. Nee, beide positiv. So, beide positiv. So, I12 ist IQ2 mal R2 durch R1 plus R2. I22 ist jetzt aber negativ, ist IQ2 mal R1 durch R1 plus R2.
Der Trick besteht jetzt darin, jetzt die richtigen Ströme auszurechnen, also I1,1 plus I1,2 gleich R1 plus R2 durch. Bitte was? Wo steht 3 mal I1? Ja, das ist doch kein Problem. Das können wir wegmachen, da stand ja gar kein Pfeil dazu. Und da steht es jetzt zweimal an einem Pfeil. Okay. Wenn Sie das verwirrt, mache ich es noch einmal weg. Ja, habe ich mir gedacht. So, plus IQ2 R2. Wieso ist das jetzt negativ? Und I2 ist gleich. Habe ich die Stromrichtung verkehrt rum angenommen? Ah, shit. Ich habe die Widerstände verkehrt rum nummeriert. Das ist nämlich 2 und das ist 1 und dann ist das hier I1 und das ist I2. Das stimmt immer noch. Dann ist der aber negativ und der positiv und dann haben wir hier ein Minuszeichen drin. So. I2,1 plus I2,2 gleich UQ1 plus IQ2 R2 durch R1 plus R2 und damit ist P1 gleich I1 Quadrat R1 also gleich UQ1 minus IQ2 R2 durch R1 plus R2 zum Quadrat mal R1 und P2 ist gleich UQ1 plus IQ2 R2 durch R1 plus R2 mal R2. So, jeweils nur ein Punkt kann man kritisieren, dass das ein bisschen wenig ist. Nee, halt, dafür gab es einen Punkt und hierfür gab es auch jeweils einen Punkt, also insgesamt gab es 4. Ja, bitte. Das ist doch falsch. Ja, was falsch ist? Was hat ein UQ2 damit zu tun? Ja. UQ2 ist die Spannung, die auch abfällt an R2. Nee. Ich habe doch in der Aufgabe gesehen, UQ2 auf. UQ2 fällt hier ab. Ja. Ja, aber das ist doch. Die können Sie da. Das ist doch genau parallel zu R2. Ja. Bei R2 kannst du es verwenden, aber nicht mit UQ2, aber nicht mit UQ2, sondern mit meinen Buchstaben. Aber UQ2 habe ich doch schon gesehen. Ja, aber Sie müssen es dann auch. Richtig. Das heißt, ich müsste einfach UQ2 einlösen, was ich vorher ausgerechnet. Stimmt, das könnt, also könnten Sie auch machen, ja. Und gut. Dann würde ich bei R1 einfach vor dem, was ich auf UQ2 ausgerechnet habe, U1 abziehen. Ja, ja. Auf die. Die Idee ist noch keiner gekommen, aber ja, ginge auch. Aber ist nicht nach dem Überlagerungsverfahren. Sie haben, die Aufgabenstellung war, das nach dem Überlagerungsverfahren zu machen. Also richtig ist es, dem ich jetzt verstanden habe, was Sie eigentlich getan haben. Aber es verletzt die Randbedingung der Aufgabe. Ja? Ja, da fehlt ein Quadrat. So, drittens, Kirchhoffsche Regeln. Ich mache erstmal Platz, das ist, glaube ich, ein bisschen sinniger. So, Kirchhoffsche Regeln.
geben Sie für die oben genannte Schaltung das Gleichungssystem an, das bei der Massenstromanalyse entsteht. Vor Aufstellung formen Sie gegebenenfalls Quellen in die geeignete Form um Strom- oder Spannungsquelle. So, was sollen wir machen? Massenstrom, ne? So, wir haben diese eine blöde Stromquelle da, die stört ein wenig, also müssen wir die umformen. R1. Ja. UQ2. R2. IQ1. R1. R3. R5. Und da haben wir noch den R4 und IQ4 mal R4. So, dann die Massenstromanalyse, das ist die Matrix dafür. In dieser Matrix haben wir R1 plus R2. Ich setze mal die Maschen an als IM1, IM2, R1, R2. Dann haben wir hier R2 plus R3 plus R4 plus R5. In beiden gemeinsam ist R2 gegensinnig durchlaufen. Und wir haben Quellen hier, was denn? Ich denke, den habe ich gleichsinnig, ja. Okay, dann haben wir gegen IQ1 R1 mit UQ1 und dasselbe haben wir nochmal hier gegen IQ4 R4 minus UQ1. Ne, 2 ist das, ne? 2, genau. So. Insgesamt 5 Punkte, füge ich im Prinzip jedes Matrix-Element ein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So ist das, genau. Ja. Wo denn? Ne, da geht ja nicht anders. Ne, aber das ist ja noch gar kein Endergebnis. Das ist ja nur das, was bei der Massenstromanalyse entstehen muss. Da müssen Sie Massenströme einführen. Nö. Ja, kann man. Ja, natürlich. Das. Okay, so. Dann lösen Sie das Gleichungssystem. Ich nehme mal den Kramer. IM1 5. So, ich nehme den Kramer, dann haben wir hier IQ1 R1 minus UQ2 mal R2 plus R3 plus R4 plus R5 minus IQ4 R4 minus UQ2 mal R2 durch R1 plus R2 mal R2 plus R3 plus R4 plus R5 minus R Quadrat IM2 gleich IQ4 R4 minus UQ2 mal R1 plus R2 minus IQ1 R1 minus UQ2 R2 durch R1 plus R2 mal R2 plus R3 plus R4 plus R5 minus R2 Quadrat. Gut, das ist das. Wo oben? Im Zähler, was soll da stehen? Da
ist R1 plus R2, Klammer zu, R2 plus R3 plus R4 plus R5, Klammer zu, minus. Das ist der Nenner. Ja, bitte? Kramersche Regel. Die Kramersche Regel ist das. Also wenn Sie die in Mathe nicht gemacht haben, nehmen Sie das Gauss-Verfahren, geht auch. Die Musterlösung habe ich nach dem Gauss-Verfahren gemacht. Das habe ich jetzt gerade nach der Kramerschen Regel gemacht, weil man das Ergebnis dann einfach hinschreiben kann. Bitte? Ja, geht aber auch. Also, nee, das ist es bei diesen Aufgaben nie. Also das muss man ganz klar sagen, diese Aufgabe lösen Sie und das Ganze symbolisch machen, da kriegen Sie nicht entsprechend Punkte für den Aufwand. Bekanntes Phänomen, auch gewolltes Phänomen. Dann lassen Sie es einfach, dann machen Sie die halt nicht. Weil der Punkt, also der warum gibt es da so wenige für? Das heißt also, die das nicht hinkriegen, und das sind ganz, ganz viele, kriegen auch wenig Punkte weniger. Das ist der Hintergrund. Ich kann es auch zum Schluss machen. Ja, können Sie, das ist ja Ihre Zeitmanagement. Bitte. Ja. So einen Fehler bemerkt, ich habe aber auch vergessen, gerade bei IQ4 mal R minus IQ2 Vorzeichen umzuwandeln. Und wenn ich jetzt damit alles weiterrechne, kriege ich dann nur oben den einen Punkt abgezogen und der Rest ist Folgefehler mit Vorzeichen. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird das so funktionieren. So, berechnen Sie alle Zweigströme als Funktion der Maschenströme und oben genannter Größen. Das heißt also, Sie müssen jetzt nicht das hier verwenden, sondern können die Maschenströme ansetzen. So. Jeweils zwei. Er ist vollkommen richtig, hier stehen Aufwand und Punkte in keinem guten Verhältnis zueinander. Dafür war Aufgabe 1 wesentlich leichter. Aber wie gesagt, das ist auch gewollt. Bitte. R2. Ja, da. So, berechnen wir Sie die Zweigströme als Funktion der Maschenströme. So, da gucken wir uns erstmal an, was wir hier. Also müssten wir sehr einführen, ne? Aber dann brauchen wir auch das Original. Die sind sogar im Original drin gewesen. Also I1. Das ist jetzt ein bisschen tricky. I1. Naja, das ist schon der Maschenstrom. Aber es wird IQ1 da durchgedrückt und der IM1 wird abgezogen. Sieht man jetzt hier nicht, schauen Sie sich das in Ihrem Originalbild an. Weil ich das Originalbild nicht gezeichnet habe, sieht man das hier auch nicht. I2 ist der Klassiker, das ist nämlich genau der Strom hier durch. Das hatten wir schon verwendet im Prinzip. Das ist IM1 plus IM2. I3, der Strom hier durch, beziehungsweise eben auch der I5. Gleich I5 ist der reine IM2. Und dann haben wir noch den I4. Das ist der, genau, muss man sich genau angucken, wie er läuft. Das ist der IQ4 minus IM2. So, dafür habe ich wahrscheinlich 5 Punkte gegeben, genau. Also jeweils 1, 1, hier sind 2 verwurstet und auch 1. Weil ich sie gleichsinnig habe. Wenn Sie es andersrum gemacht haben, gar kein Problem, gibt es volle Punkte dafür, war ja nicht spezifiziert. Ne? Also so viel kriege ich dann schon mit. ja. Also, wie gesagt, in meinem Sinne ist es so, wenn Sie die Maschen andersrum angenommen haben, oder es kann ja sogar sein, dass Sie andere Maschen angenommen haben, dann äquivalent. Wobei, hat irgendjemand wirklich andere Maschen angenommen hier? Nee, ne? Also aus dem Bauch raus ist das so die sichere Wahl. Weil man hätte ja auch sagen können, hier, das ist eine und das ist die andere oder so, ne? So, D.
Ah, genau, hier kommt jetzt so eine Cut-Aufgabe, ne? Es sei nun R1 gleich, jetzt kommen die Werte. Geben Sie alle Zweigströme an, selbst wenn Sie Probleme mit den vorigen Teilaufgaben hatten. Versuchen Sie es gerne in einem von Ihnen gewählten Verfahren. Ah, nee, steht hier nicht. So, ich habe dann erst einmal die Maschenströme bestimmt. Das kann man jetzt ja hier durch, also das ist Taschenrechnerquälerei jetzt, ne? Entweder, na, also das ist noch, Sie könnten hier eigentlich sogar sagen, Sie gehen hier nochmal in die Maschenanalyse. Und das ist der effektivste Weg wahrscheinlich, in die Maschenanalyse nochmal zu gehen. Also genau diese Matrix hier in den Rechner zu tippen und den Rechner lösen zu lassen. Ich habe es anders. Sie können natürlich auch den Weg hier gehen, nicht, über die Nenner und so weiter. In jedem Fall kriegen Sie raus IM1 gleich minus 97,8 Mikroampere und IM2 gleich 9,88 Milliampere. So, und dann gehen wir hier in die Lösung rein. I1 ist ungefähr, habe ich hier stehen, 1,0098 Milliampere. I2 ist gleich 9,978 Milliampere. I3 ist gleich I5 ist gleich 9,88 Milliampere. Und I4 ist gleich 10,12 Milliampere. Also das ist wahrscheinlich eine Aufgabe, die ein bisschen Zeit braucht. Auch hier gab es insgesamt für jeden Zweigstrom einen Punkt, also insgesamt 5 Punkte. So, bei der Aufgabe muss ich dazu sagen, dieser Teil hier war anspruchsvoll. Also insbesondere das hier. Aber das ist eben auch, ja, letztlich waren es bloß 4 Punkte, ne? Um die es hier geht. Also da kann man diskutieren, muss man denn sowas in der Klausur fragen, muss denn das sein und so, dafür brauche ich so viel Zeit. Ja, Sie haben es begriffen, ne? Macht's am Ende. Ja, man kann immer diskutieren, wie kann man es ein bisschen leichter machen. Also, pass auf, die Spezifikation, das habe ich, glaube ich, bei Ihnen noch nicht gesagt, nicht? Aber in der Klausur kommt symbolisch zu lösen, aufstellen beliebige Größe, also natürlich ist Blatt irgendwann zu Ende, ne? Aber zu lösen symbolisch 2x2 maximal. Ja, jetzt geht eigentlich die Frage an Sie, wer von Ihnen hat den Taschenrechner nicht, der 4x4 Matrizen kann? Oh, naja, gut, also sagen, bleiben wir bei 3x3 dieses Jahr noch. Nicht? Also maximal mit Zahlen zu lösen, 3x3. So, das heißt also, eigentlich müssen Sie sich, schreiben Sie sich die Kramersche Regel irgendwo hin, dann haben Sie das Symbolische erschlagen und für das mit den Zahlen gibt es eben dann den Taschenrechner. Es kann, das muss ich dazu sagen, es kann auch sein, dass eine Matrix zunächst mal 4x4 oder 5x5 groß ist, aber zerfällt in kleinere, weil gewisse Koppelelemente nicht da sind. So. Dann die letzte Aufgabe noch. Grafische Lösungen, 10 Punkte. Oh, da muss ich... Wie viele Punkte gab es denn hier? So, zeichnen Sie die Arbeitsgraden der Punkte A, B, der Quellen links und des Verbrauchers rechts. Verwenden Sie Lineal und oder Geodreieck. I in Ampere. So, dann haben wir hier die Arbeitsgrade der Quelle. Das ist eine Quelle mit 2 Ohm Innenwiderstand und 100 Volt Leerlaufspannung. Das heißt also, wenn Sie die kurz schließen, kriegen Sie 50 Ampere. Da. Und wenn Sie nichts anschließen, haben Sie 100 Volt. Das ist also das hier. So, dann haben wir hier einen 10 Ohm Widerstand, das heißt, wir kriegen
10 Ampere bei 100 Volt, das ist der. So, das war das schon. Na, dafür gab es 2 Punkte. So, geben Sie den Arbeitspunkt an. Ja. Wollen Sie dann, dass man irgendwie Koordinaten abschätzt oder das am besten das nachfindet? Wieso Koordinaten abschätzt? Da müssen Sie nichts abschätzen. Also das soll man dann tatsächlich berechnen. Sind Sie jetzt bei B oder was? Ja, ach so, also bei B in diesem Fall sollten Sie es ablesen. Sie hätten es in diesem Fall auch berechnen können, aber nur in diesem Fall. Wenn nämlich die eine Kennlinie eine nichtlineare ist, wie das in der Klausur der Fall sein wird, dann können Sie es gar nicht berechnen, sondern nur ablesen. Na? A, G, Arbeitsgrade der Quelle. Nein, das ist die Linie hier. Ja. So, das ist der da. Und das hier ist R2. Die Arbeitsgrade der Quelle. So, wir haben hier jetzt den Arbeitspunkt. Da, das ist AP1. Und AP1, das ist B. Ich mache in schwarz weiter. Sind U gleich 83,33 Volt. Das muss man natürlich bis zur letzten Stelle hinterm Komma abgelesen haben, ne? Und I gleich 8,33 Ampere. Also wenn Sie da 80 Volt, 8 Ampere haben, ist das gut genug. Auch dafür gab es 2 Punkte. Geben Sie den Arbeitspunkt und natürlich auch die entsprechenden Graden an, wenn die Spannungsquelle ideal wäre. So, was passiert, wenn die Spannungsquelle ideal ist? Dann geht das hier hoch, ne? Ideale Quelle und der Arbeitspunkt ist hier. Das heißt also bei C ist U gleich 100 Volt, I gleich 10 Ampere. Und ich meine, auch dafür gab es 2 Punkte. Jupp. So, plötzlich und unerwartet, durch einen komischen Zufall, da steht hier nicht alles, ändert sich die Last, sodass die maximal mögliche Leistung in R2 verbracht werden kann. Wie groß ist nun R2? Und wie ändert sich der Arbeitspunkt? Geben Sie ihn und die zugehörigen Graden an. So, was passiert, wenn sich die Leistung so ändert, dass die maximale Leistung gezogen wird? Gesundheit. Genau, dann ist R1 gleich R2. Also, oder R2 ändert sich ja gleich R1 gleich 2 Ohm. Das heißt also, auch da haben Sie jetzt einen Widerstand, der bei 100 Volt 50 Ampere Stromstärke tragen müsste. Das heißt, ich nehme vielleicht mal eine andere Farbe. Ne? Das wird die zweite Arbeitsgrade. AG, ich nenne sie mal D. Ich kriege hier einen neuen Arbeitspunkt. Und das müssten sein U gleich 50 Volt, I gleich 25 Ampere. Und das gab insgesamt 3 Punkte, also hier für 1, hier für 2. So, geben Sie nun für alle 3 angesprochenen Fälle die Wirkungsgrade da. DE Wirkungsgrad. Das ist Eta B, Eta C und Eta D. Bei A, gut, müssen Sie letztlich ausrechnen, wie viel da. Ne, eigentlich sieht man es ja. Sieht man es? Also das sind 100, eigentlich sind es 100 durch das, also hier sind es 83,3%, hier sind es 100%. Und hier sind es die berühmten, sind es 50%. Ich habe leider die Leistungsanpassung ja nicht so schön ausgerechnet hier. Und da gab es jeweils wieder einen Punkt. So.
Da muss ich hier mal gerade verschwinden, damit ich Ihnen... Nee. So, wie hätte ich es denn verteilt? Also, jetzt zählen Sie mal Ihre Punkte zusammen. Das ist der da. Ja. Das ist die ideale Spannungsquelle. Da haben Sie keinen Innenwiderstand, also haben Sie auch keine... Bei maximaler Leistung im Verbraucher. Also bei der Leistungsanpassung. Und der erste Fall ist irgendeine Mischbelastung. Also gibt es keinen Begriff für. So, was haben wir denn? 57, 54? Wohin muss ich denn runter? Bis 30. 42, 39, 36, 33, kleiner. Was habe ich falsch gemacht? Ah, ich muss bis 30 runter. Das war's. So. Ich mache jetzt mal das, was ich dann jedes Mal mache.